Die Ausstellung nennt sich Grenzenlos Kurios. Bedeutet, es sind keine Grenzen gesetzt, was das Aussehen der Exponate betrifft. Sie sind unglaublich klein, unglaublich groß, sensibel, wie Rarabestände halt sind. Und wir haben uns im Grunde da hingegen keine Grenze gesetzt. Wir haben einige Exponate aus den Schränken genommen, haben dann geschaut, was ist eigentlich ihr gemeinsamer Nenner, um einen Titel auch erstmal zu entwerfen. Und wir haben einfach gemerkt, dass sie vollkommen unterschiedlich sind, vollkommen heterogen, weswegen wir die Ausstellung auch grenzenlos kurios genannt haben. Da sind halt einfach keine Grenzen, die man nicht überschreiten kann. Raras sind, das Lateinisch nennt etwas seltene Bücher. Das sind die Bücher, wo wir alle Bücher, die entweder wertvoll oder aber auch eine seltsame, besonders große oder besonders kleine Format haben, sodass wir sie nicht genau unterbringen können, wo wir die anderen Bücher haben, die wir alle an einer besonderen Stelle sammeln, die wir auch nicht ausleihen und die man nur in der Bibliothek einsehen kann. Und diese Bestände wurden eben erst einer Inventur unterzogen und dabei haben wir alle möglichen Schätze gefunden. Wie viele Bibliotheken waren wir über manche Schätze auch selber überrascht und haben dann gedacht, die müssen wir unbedingt ausstellen und zeigen. Es waren unglaublich interessante Bücher dabei, Buchobjekte, die sehr groß waren, sehr klein, sehr alt, sehr sensibel, wo wirklich einige sehr außergewöhnlich sind. Also ich mag verschiedene von diesen Büchern sehr gerne. Ich finde die, die einen überraschen, weil sie gar keine Bücher sind, weil sie zusammengeklebt sind, weil sie nur schwarz sind, weil sie nur braun sind, diese Objektbücher eigentlich sehr gerne, die ja gar keine Bücher mehr sind, sondern eher Kunstobjekte.